Hallo und herzlich willkommen zurück zu Essence of Nature. Okay. Ich habe einiges vorbereitet. Ich war etwas fleißiger, als ich eigentlich sein wollte. Das tut mir ein bisschen leid, aber. Oh, es ist irgendwie gerade. Wow. Mega laggy. Aber. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt, aber das muss jetzt eben durchlaufen hier. Aber es ist halt nicht unbedingt was Neues. Also, ich habe jetzt hier die hölzernen Wooden Planter gebaut. Ihr seht, die kriegen ordentlich Strom. Hier Stromverteilung, haben natürlich hier ran angeknüpft. Den Eltern haben wir 21 hölzerne Range Upgrades plus ein Wither Range Upgrade, das hier. Ich habe fleißig Wither gekloppt. Und ja, jetzt haben wir hier einen Planter mit dem Magical Wooden Mattock Dingsy drin. Die haben von sich aus, also Magical Wood, ist ja das hier Magical Wood. Davon hatte ich ja zum Glück eine ganze Menge. Die werden hier rausgemacht. Mal gucken, ist das irgendwo drin? Stimmt, oder? Hier, da. Gibt den Modifiable Set, der 7. War es 7? Nee, 8. 8 Modifier gibt. Was ziemlich geil ist. Das heißt, wir haben 8 Modifier frei gehabt, umsonst. Plus einmal das normale Diamond Gold Block Upgrade und einmal, Notch Apple und Gold. Nee, und was für ein Block? Diamant Block? Nee, Quatsch. Keine Ahnung, egal, ne? Ihr wisst, was ich meine. Die zwei Upgrades, und dann hatten wir, ja, quasi 10 Upgrades frei für Unbreakable und die sind alle Unbreakable mit Obsidianplatten gemacht. Ne? Unbreakable steht drauf. So, jetzt haben wir davon 4 Stück hier drin. Ich habe eine Range für jeden von denen von, was habe ich hier? Ich glaube 4x4. Ach Quatsch, also 4 Radius plus den in der Mitte. Und damit kommen wir ganz gut klar. Also decken wir alles ab. Teilweise auch doppelt, aber es ist mir jetzt auch egal. So, und jetzt haben wir hier mal einmal eine Wartekiste für die Sachen, die wir da so runterkriegen. Wo kommt denn das her? Fragt mich nicht. Das gehört hier absolut nicht rein. Vielleicht habe ich die. Kann man die. Werden die von draußen geharvestet, einfach so, ohne gefragt zu werden? Gut möglich. Wobei, von wo sollen die kommen? Ach, ist ja auch egal. So. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch verkabeln zu dem tollen Teil hier. Ich habe hier schon mal umgeräumt und komprimiert, dass wir hier nicht mehr ganz so viel abdecken müssen. Also nur die zwei Seiten. Das ist ganz gut. Wir haben hier drei und da haben wir fünf, ne? Ja. So. Dass wir dann hier mal rankommen. So, das sind die Dreier und dann haben wir hier die fünf. Die müssen alle freigelegt werden. Ich überlege gerade, was jetzt am cleversten wäre, aber ich denke, am cleversten wäre, hier unten lang zu gehen. Unten oder Mitte? Ich glaube, ich würde hier hochkommen wollen. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Hier hochkommen wollen. Für die Mitte. Ja. Und dann. Was ist das? Haben wir so, ne? Hier hinten hin, hier hoch, dann in die Mitte. Das heißt, wir können schon mal hier einen Clearglass-Cover legen. Zack. So, wo sind meine? Da. Das sollte nicht reichen. Egal. Darum geht es jetzt gerade auch nicht. Und zwar. Ups. Hier entlang. Okay, erst hinterher. So, hier. Dazwischen bitte. So, und dann in Mitte gehen wir dann hier rum. Dahin. An den Dingen hier vorbei. Wobei.
Rein theoretisch reicht es doch, wenn wir das Ding in den Draw Controller reinstecken, oder? Oh, das ist eine Idee. Fragt sich dann nur, ob der Draw Controller dann bis da hinten hinreicht. Ich stelle mal hier hin. Und teste mal die Ananas. Das reicht. Perfekt! Das ist da! Das hätte ja vorher drauf kommen können, nicht zu behalten. Oh Mann. Okay, da sparen wir uns eine Menge Piping. Hupsala. Das war so nicht geplant. Das kommt wieder hin, das kommt wieder hin. Und das Dingen hier. Natürlich, das macht Sinn. Der Draw Controller. Total vergessen. Ah. Können wir dann drüben eigentlich auch so machen, oder? Ja. So, perfekt. Dann kommt das hier wieder hin. So, das kommt dann da drüber. So, meinetwegen, wenn das passt, passt das. Nicht wirklich. Nein, lass das. Stop, please. Kooperiere. Zack und zack. So, dann brauchen wir das Ding auch gar nicht hier großartig zerrupfen. Gott sei Dank, das gefällt mir. So, was tue ich denn jetzt da in die Mitte? Keine Ahnung, eine Lampe. Hier. Ich habe die Dinger mal gebaut gehabt, weil ich Bock drauf hatte. Garden Lanterns mit einer Torch drin. So, das ist doch hübsch, oder? Das ist doch nett. Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt unten verkabeln gehen, wobei ich kann auch eben wohl. Das kann ich ja von unten machen. So. Ja. Und einmal exportieren. Weil habe ich hier irgendwas drin, was noch nicht verdingselt wurde? Ja, die Dinger, das muss raus. Mandrakes. Die muss ich noch verteilen, sonst werden wir ja sehen, was davon hapert. Mandrakes. Die gehören mit so hier unten hin. Gut, alles andere können wir gleich machen. Dann brauchen wir mal eine Menge Speed-Upgrades, weil das ist wieder so ein verdammt langer Weg eigentlich. Verdammt langer Weg. Oh ja, okay. Speed-Upgrades. Ja. Njaun. So. Ich habe sonst keine Speed-Upgrades mehr. Wobei hier die Speed-Upgrades waren, glaube ich, ziemlich übertrieben, weil der Weg nicht so lang ist und hier vor allem nicht so schnell produziert wird, dass man diese Art von Speed-Upgrades braucht. Also diese Masse. Er kann ja mal 8 hier drin lassen. Seht ihr echt, wie langsam das ist? Also hier lohnen sich gar keine Speed-Upgrades. Das ist ja schon fast lächerlich. Und die Depth-First-Upgrades auch nur eins, weil alles andere macht keinen Sinn, weil mehr als einmal Depth-First suchen können sie dann auch nicht. So, zack. Okay. Und hier sollte es nämlich wesentlich schneller gehen, denke ich. So, zumindest können wir jetzt so am besten sehen, ob wir alles verdingselt kriegen. Sieht sehr gut aus. Ja. Leer. Sehr nice. Sehr nice. So, hier ist alles soweit okay. Ja, ne? Ja, da sind jetzt die Buffer-Dinger drin, aber mein Gott, gehen auch nur bis 16 hoch. Von daher ist das vollkommen okay. So, dann können wir als nächstes noch vielleicht die Emerald-Upgrades verteilen. Beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt so krass hoch. Ich weiß noch nicht. Und wir müssen noch die Dinge abschließen, damit wir hier auch ordentlich kochen können, ohne gleich wieder alles zu verlieren. Also alle Belegungen zu verlieren, weil das ist nämlich vor allem mit automatischer Sortierung ziemlich beschissen dann. So, wo ist der Schlüssel? Habe ich den dabei zufällig? Das glaube ich aber nicht, oder? Nö.
Wo ist er hin? Da. Da, Isa, habe ich noch irgendwelche Upgrades? Ja, hier ein Emerald Upgrade. Ansonsten habe ich, glaube ich, gar keine Upgrades mehr, ne? Warte mal. Die Droves. Was haben wir denn hier für Upgrades? Das Vor Emerald ist Diamant 8 zu 13. Wir könnten auch wunderbar Obsidian nehmen. Wobei, wie viele Diamanten haben wir momentan? Oh, mehr als genug, okay. Mehr als genug. Das heißt, wir können die nochmal hier voll machen mit Diamant-Upgrades. Dafür brauchen wir Sticks und Diamanten, oder? Jo. So, zack. Schwupp. 12 davon. Perfecto mundo. So, buntes. Total bunt, so. Weil ich es kann. Ha, ha. Ha. Ja, das ist, glaube ich, das ist sowieso alles Baum. Das ist auch Baum. Ananas ist jetzt kein Baum. Dann kommst du hier mit rein. Ja. Der Rest ist Baum. Du bist auch Baum. Okay, dann einmal alles rechtsklicken. Und so. Das alles, ne? Haben wir hier. Kontrolle. Ja. Ja. Perfekt. Okay, so. Die automatische Farm ist vollendet. Yes, baby. Jetzt, was hier noch fehlt, ist Licht. Wir haben hier so überhaupt gar kein Licht drin. Das ist nicht so geil. Was haben wir eigentlich an Lichtquellen, die verdammt hell sind? Hm. Gute Frage. Was haben wir denn in Botania? Technisch, was Licht macht. Puh, gute Frage. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch ordentlich Zeit. Also einigermaßen ordentlich Zeit. Wir haben Blaze Lamps. Ansonsten, was ist das hier? Decor Luminizer. Okay, das ist gut. Dragonstone und Red String. Die könnten wir theoretisch verteilen. Ja. Was ist das? Vielleicht wirklich die. Wie viele Dragonstones habe ich noch? Mal ganz kurz gucken, falls ich überhaupt welche habe. Doch, ich habe noch welche. Oh, mein Ton. Böser Ton. So, gut, dann machen wir mal davon 3. Red String. Red String. String, da ist er. Oh. Habe ich davon nicht sogar ein paar gemacht? Oder auch nicht? Noch nicht im End? War doch schon im End gewesen, oder? Sonst könnte ich ja nicht fliegen. Ach nee, ich fliege, weil ich... Aber ich war doch schon im End. Ich habe keine mitgenommen, wa? Okay. Das ist jetzt nicht so das Problem. Wir... Was nehmen wir denn? 13, 16 ist Maximum, ne? Dann tun wir das mal... 15. Ach, reicht auf jeden Fall. So, dann jumpen wir mal kurz rüber zum Waypoint Festung. Hallo. Waypoint Festung, wo ist hier runter? Da geht's runter. Aha. Kurz ins End jumpen und ein bisschen... Ja, Endluft schnuppern. Haha. das Ding war. Hier? Karte? Da ist es ja.
Jump! Diesmal ist ja egal, ich kann ja fliegen. Botania? Wo? Wieso? Achso, ich muss die, glaube ich, in die Luft klicken, oder? Luft? Ja! Stecken die? Die stecken. Das ist so witzig. 15 Mal Ender Air Bottles. Jut. Wunderprächtigst, wunderprächtigst. Oh, Ender Lilies. Wie nice. Aber die brauchen wir eigentlich nicht. Und tschüss. Ja, ja, ja. Beruhigt euch, Freunde. Das brauchen wir nicht gucken hier. Gehen wir schon. Da sind wir wieder am Bettchen. Mächtig, prächtig. So. Okay, Red String. War Pixie Dust und dann. Okay, drei. Was soll's? Nee. Red String. So. Okay, das. Und ein. Warum sollte man ein Pumpkin damit reintun? String. Und Redstone Block. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Zack. Perfekt. Red String und Dragonstone. Moment. Nee. Botania. Sparkle, Sparkle. Sparkle, Sparkle. Redstone, Red String und dann Dragonstone. Glowstone, nicht Redstone. 6-mal davon. Schwupp. Zack. Illuminator. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Habe ich was zum Bauen dabei? Bestimmt irgendwo. Ah, hier kommt Cobblestone. Kriegst du. Okay. Illuminator. Ich glaube, zwei hätten sogar gereicht. Wenn ich jetzt hier eins. Oh, verdammt. Drei. Das hilft nicht. Haben wir mal Botania, Lexika, Botania? Ich glaube, jetzt habe ich. Es gibt so Sparkles, die leuchten von Botania, meine ich zumindest. Aber. Wo ist mein Buch? Nicht hier. Schön. Hier auch nicht. Dann muss es hier irgendwo sein. Da. Ja. Nein. Ich suche, und zwar Lumi. Ach Gott. Nein. Index. Luminizer. Transport. Oh, verdammt. Verdammt. Okay. Das war vollkommen. Da griff ihn die Jose. Gut. Was haben wir denn hier? Mystical Items. So, warte, ich geb's auf. Ich nehme einfach Glows. Oder Blaze, Blaze, Blaze-Gedöse hier. So. Scheiß auf die Luminizer-Dinger hier. Ich komm wieder weg, die Kacke. So. Gibt's. Näschen juckt auch. Blaze Rod Lamps. Nummer 3. Und ich hätte gerne die Stone Walls, wenn es nicht zu viel verlangt wäre. Moment, mich juckt es auch. Und zwar die. Oh ne, wir haben Chains, ne? Chain. Ja. Das haben wir. Und zwar. Nehmen wir den.
Light, gegen die Heavy. Heavy Chains, Chains, Ingots, Nuggets. Nuggets. Okay. Daraus machen wir die Heavy. Heavy Chains. So. Sieht doch sehr, sehr nice aus. Hier, zack, direkt mal alle machen. So. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Bestimmt lustig. Weg mit dir. Weg da jetzt. Los. So. Chains. Drei. Und Lampe. Das ist doch cool, oder? Das sieht witzig aus. Und Lampe. Das gefällt mir. Das sieht sehr cool aus, ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Die Frage jetzt, ob es ordentlich... Jetzt was, bin ich voll? Ja. Ja. Sehr schön. Gut gemacht. Das soll reichen für diese Folge. Das Gewächshaus ist automatisiert. Ich bin sehr froh. Ich habe hier die Dinger hingetan, weil... Ach, genau daher kommt das. Ha, kein Wunder. Dann muss ich die dann auch verteilen. Und zwar... was wollte ich jetzt sagen? Achso, das Gewächshaus ist automatisiert. Die Cropsticks da hinten stehen da, weil... das Problem ist halt mit leeren Feldern, die Planter planten. Auch wenn keine Cropsticks da sind. Deswegen habe ich die hingestellt. Darauf können die nämlich nicht planten. Ja. Damit die Seeds nicht verschwenden, beziehungsweise die Sachen, nicht? Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!